Hallo Trainer und willkommen auf meinem Kanal. Im heutigen Video möchte ich dir gerne Nidoqueen Doppel und Nicht zeigen. Das Team ist mega cool, es macht mir spielerisch sehr, sehr viel Spaß und ich denke, dass man damit schon ein paar Punkte grinden kann. Ich bin jetzt damit gegangen, ich glaube 4-1, 4-1, 3-2, 3-2 und ich glaube, ich habe jetzt so um die 150, 200 Punkte damit geholt und ich muss mal gucken, wie weit das noch funktioniert. Es macht spielerisch sehr, sehr viel Spaß, ich habe mega Bock drauf. Ich nutze hier ein 100er Nidoqueen. Ich hätte noch eins, das wäre sogar Rang 12, ist ein Krypto, aber hat Frustration. Dann habe ich noch welche auf Rang 60, die ich hochpushen könnte. Ich habe auch genug XL für das Rang 60er und das Krypto. Aber ich spiele erstmal das. Ich habe das fertig, das kann ich gut nutzen. Die Stats unterscheiden sich nicht so krass. Also klar, die unterscheiden sich schon. Aber die Matchups, meine ich, die unterscheiden sich nicht zwischen dem Rang 60er, den ich habe, und dem Ding hier. Von daher nutzen wir das einfach. Und ich würde sagen, let's go. Ich könnte mir vorstellen, dass ich damit wirklich noch ein bisschen grinden kann. Und ich hoffe, dass das gut funktioniert. Die Führung ist nicht geil. Die ist Mist. Da muss ich in Griffeldes. Doof wäre, wenn du jetzt dagegen noch eine... Warte mal. Das muss ich mir versuchen zu holen, ne? Du bist Krypto, du hältst nicht allzu viel aus. Ah, ich muss mir das aber irgendwie holen. Das ist nicht gut. Ich hoffe, dass ich hier... obwohl, das holen wir uns. Wir schilden gleich einmal und holen uns das Ding. Ist das ein Bohrschnabel oder schon ein Donnerblitz? Wir schilden ein. Ich weiß nicht, was das Ding einsetzt. Bohrschnabel, okay, da könnte man sogar einen durchlassen. Jetzt setzen wir ein und ziehen entweder ein Schild oder besiegen dich. Recht wäre mir eigentlich beides. Es ist dir überlassen, wofür du dich entscheidest. Hier den Wechsel zu holen, der ist sehr wichtig. Und das heißt, kannst du hier nochmal auf 2 aufbauen? Bitte nicht im Gleichstand. Ist das ein Donnerblitz? Komm, nicht noch ein Bohrschnabel, bitte nicht. Oh, wichtiger Schild. Bitte hab jetzt nicht noch 2 Attacken ready. Entweder besiege ich dich oder wir machen hier einen Gleichstand und dann wird halt witzig, wie wir das hier ausspielen. Wenn das deine Char ist, das deine Unlichtantwort? Können wir hier einen Donnerblitz abfangen? Nein, ich wollte gerade raus. Ich wollte gerade raus. Oh, bitte überleb das. Bitte überleb das. Komm schon. Komm schon. Du bist ein Griffeldes. Du bist ein Tier. Uff. Okay, dann holen wir uns einfach Energie. Und dann holen wir uns jetzt hier erstmal Energie. Eine Aquahobitze überleben wir. Das ist Mist, ne? Zapdos ist schon ein geiles Teil. Schade, dass wir am Anfang einen Borschnabel geschildert haben. Den hätte man auf jeden Fall durchlassen können. Oh. Oh. Was ist denn mit dir los? Warum? Nein. Nein, mach das nicht. Was soll das denn? Ich meine, ja, du hast eine Pflanzenschwäche und hinten zwei... Du hast ein geiles Team. Du kannst von mir aus gewinnen, du hast ein mega geiles Team. Ich hoffe, ich kann einen Eissturm überleben. Das wäre sehr, sehr wichtig. Bitte lass mich einen überleben. Jetzt haben wir wieder so plus minus null von den Abschwächungen her. Du bist einmal abgeschwächt, ich bin einmal abgeschwächt. Jetzt macht der genauso viel wie der Dings. Wie der Giftzahn gerade und jetzt muss ich rüber. Das macht tatsächlich nicht viel, aber du bist doppelt abgeschwächt. Ich kann mir hier ein bisschen Energie holen. Du lässt dir eine Attacke bereit. Bitte gib mir den Boost. Booster gone. Booster gone. Booster gone. Ohne wird das nichts. Mit könnte ich mir das eventuell noch holen. Komm schon, ich brauche den. Bitte Niantic. Wow. Niantic. Geil. Okay, okay, okay. Mega. Komm schon, hab jetzt noch nicht 2 direkt. Lass mich hier noch einen raushauen. Reicht der? Mit einer doppelten Steigerung? Bitte, der muss... Komm schon. Schaff nicht noch einen Move. Du darfst nicht noch eine Aquahobe zu schaffen. Schaffst du easy peasy. Ah, miesen. Du machst das klug. Ich farm dich jetzt mit Giftattacken runter. Leider hast du eine Attacke ready. Ah, der Boost konnte mich da jetzt auch nicht mehr retten, ne? Oh, oder doch? Oder doch? Nein, never. Ich schaffe hier keine ganze Attacke mehr. Ich muss rüber. Einfach nur, damit du einsetzt. Und jetzt muss ich hoffen, du hast einen Dreier-Move. Schaffe ich eine Sofortattacke und dann direkt die Ladeattacke? Dann können wir das irgendwie, obwohl, ich müsste eigentlich draufgehen. Yep, ich gehe genau drauf in dem Moment, als ich die Energie habe.
ein KP mehr und wir hätten das hier nochmal gut regeln können, glaube ich. Schade. Knapper gewesen als gedacht. War ein geiler Kampf. Der war wirklich cool. Der hat echt Spaß gemacht. Der Boost war sehr, sehr nett. Schade, dass wir da nicht mehr Schaden gemacht haben. Das ist natürlich echt ärgerlich. Aber so? Ich finde schon, dass wir da noch das Maximum rausgeholt haben. Doch, das war gut. Das war richtig gut. Das hat echt Bock gemacht. Fiaro kann man auch spielen. Sieht auch nicht so schlecht aus für uns. Von daher müssen wir hier nur gut mitzählen. 1, 2, 3. Die Frage ist, ob er direkt auf Sturzflug geht. Dann ist die Frage, ob ich drin bleibe. In der Regel geht man nicht direkt auf Sturzflug. Boah, ich weiß es echt nicht. Egal, wir machen das jetzt. Wenn das ein Sturzflug ist, möchte ich den auf jeden Fall schilden. Wenn das keiner ist. Oh, wichtiger Schild. So, dann gehen wir direkt rüber. Ein bisschen zu spät gewechselt. Da hätte ich früher rausgemusst. Wir gehen jetzt hier einmal schön auf den Kreuzhieb und danach, nachdem ich dir den Move gezeigt habe, könnte man schon fast durchgehend Nachthieb spammen, oder? Was meint ihr? Ich überlebe doch wohl eine Schädelwumme, ne? Die Frage ist, kann ich runterfarmen oder wie viel macht ein Surfer? Ach, ein Eisstrahl. Das heißt, du brauchst jetzt noch 4 zum Surfer. 1, 2, 3. Uff, verzählt. Das war dumm. Das war dumm von mir. Ich habe mich richtig, richtig fett verzählt. Riesiger Fehler meinerseits. Okay, jetzt muss ich runterfarmen, ne? 1, 2. Ja. Okay. Kommt Fiaro rein. Ich habe jetzt hier zwar einen Zug hergeschenkt. Du hast keine Attacke geschafft. Dann habe ich doch nichts hergeschenkt. Okay. Ich habe damit gerechnet, dass ich hier was herschenke. Aber so. Das heißt, wir gehen jetzt hier... Ey, nein. Hä? Wo habe ich denn hier 2 Sofortattacken gedrückt? Warum das denn? Ich muss eigentlich irgendwie raus, ne? Damit du mich hier nicht besiegst. Ich habe noch Energie auf meine Pokémon. Da möchte ich natürlich nicht drauf gehen. Du farmst jetzt erstmal eine Menge Energie. Ist aber für mich in Ordnung. Was war denn da jetzt los? 2 Sofortattacken innerhalb von einer Sekunde rausgedroppt oder was? Den kann ich gut wegstecken. Was kommt jetzt rein? Oh. Cresselia gegen mich mit einem Energievorteil. Das ist gar nicht so verkehrt. Du solltest auch bei Fiaro keine Attacke ready haben, weil du halt immer direkt den Sturzflug drückst. Das bedeutet, wir schaffen hier noch eine Attacke. Du musst auf Mondgewalt, um mich zu besiegen. Und mit Psychokling kannst du mich nicht runterfarmen und ich sollte sogar noch einen Nachttyp ready haben. Aber das ist gut. Wann hast du die Mondgewalt? Ist sie da schon? Überlebe ich die oder besiegt die mich? Oh, das wird spannend. Das wird spannend. Können wir das noch umreißen? Das ist die. Kann ich die überleben? Jawohl. Ja, wie heftig ist das denn? Ah ja, Grifeldis, du bist ein Tier. Du bist einfach nur ein Biest. Nur was mache ich jetzt? Was mache ich nu? Komm, wir snipen dich jetzt. Dann farmst du mich leider mit Fiaro runter, was sehr, sehr nervig ist. Ah, doch, das ist echt nervig. Obwohl. Angriff steigt schon wieder. Ich fasse es nicht. Was mache ich jetzt? Kannst du mich bei... Boah, kannst du mich runterfarmen? Wir machen das jetzt hier. Sollten vor dir eine Attacke schaffen, die dich besiegt. Und gegen Cresselia sieht das immer noch sehr, sehr gut aus. Oh, das ist ja hier echt spannend, ne? Ist ja der eine Kampf spannender als der andere. So, mein Freund. Wenn du keinen Seher hast, perfekt, war's das hier. Gleiche WP sogar. Ey, das haben wir gut ausgespielt. Deshalb mag ich dieses Team, weil das bietet schon Vielfalt. Und der Safe-Switch ist in dem Team selbstverständlich Grifeldis. Doch, das ist geil. Ah, das hat schon echt Bock gemacht. Ich werde jetzt immer so zwischen, nach den Kämpfen, so einen kleinen Schluck trinken, einmal die Nase putzen, eventuell mal ein Hüsterchen rauslassen und das dann immer wegschneiden. Ich hoffe, ich vergesse das nicht. Ansonsten habt ihr nach den Kämpfen richtig weirde Soundgeräusche und dann tut's mir leid, wenn ich das vergessen habe. Das ist auch eine miese Führung. Aber die geht als Nicht-Krypto und als 100er ist das nicht so tragisch. Wir haben aber selbstverständlich 2 Antworten gegen dich. Und wir locken hier was raus, das ist perfekt. Problem an der Sache? Ich muss auch mit Grifeldis
Mit Nidoqueen Attackenschilden, weil du mit Meteorologe enorm viel Schaden anrichtest. Und das ist selbstverständlich nicht so prickelnd. Und du lädst auch sehr, sehr schnell Energie auf. Und das ist nicht gut. Aber die Kombination aus Apokalyp und Venona, die ist geil. Man hat bei dem einen halt eine Pflanzenschwäche, eine Elektroschwäche, eine Unlichtschwäche und eine Geistschwäche. Und mit dem anderen hat man so ein paar Resistenzen gegen die anderen Sachen. Hier hat man zum Beispiel eine Feuer- und eine Stahlschwäche. Und drüben bei, wie heißt das Ding? Apokalyp kann man das Ganze dann ausgleichen. Weswegen ich finde, dass dieses Duo aus Vulnona und einem Wasser-Pokémon sehr, sehr cool ist. Kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Problem, du hast gleich massive Attacken ready. Da prasselt gleich einiges auf mich nieder. Und ich weiß nicht, wie ich das regeln soll. Ich kann dich runterfarmen, aber was mache ich mit meiner Energie? Das macht halt schon zu viel Schaden, ne? Jetzt muss ich schon anfangen, hier einzuschilden, weil das echt zu viel macht. Und ich hoffe, dass ich dann runterfarmen kann. Ich glaube, das wird nichts. Da prasselt dann die nächste Attacke ein. Oh, du gehst freiwillig. Dann gehen wir auch raus. Wenn du keinen Eisstrahl hast, sieht das gar nicht so verkehrt für uns aus. Und wir haben immer noch einen Nidoqueen mit einem Schild. Wenn das hier durchgehend ein Blubstrahl ist, perfekt, lassen wir alles durch. Jo, ich habe keinen Grund zu schilden. Ich resistiere die Sofortattacken massiv. Der Blubstrahl macht nicht viel. Nachthieb ist auch trotz Senkung sehr effektiv und macht noch guten Schaden. Das geht. Da können wir erstmal drin bleiben. Eventuell fische ich gleich nochmal nach dem Boost. Steigere meinen Angriff zurück. Das wäre auch gut. Jetzt kommt hier der nächste. Ich muss dann nur aufpassen. Später, wenn du rausgehst, muss ich dann auch damit rechnen und rauswechseln. Und die Frage ist dann, was dein letztes Pokémon ist. Ich hoffe, irgendwas, wogegen Nidoqueen gar nicht so verkehrt ist. Ich muss nur gespannt sein, dass du auf Vulnona keine Attacke abfangen möchtest. Da den Nachthieb zu landen, anstatt den hier zu drücken, wäre nicht gut. Echt nicht. Was machen jetzt die Server? Was machen jetzt die Server, meine Freunde? Okay, die machen gar nichts. Oh, da ist der Angriffsboost. Da ist der Angriffsboost. Jetzt bin ich wieder bei minus 1. Das heißt, ich habe mich von den 3 Schwächungen 2 wieder zurückgeholt. Und das ist mega. Jetzt mache ich hier wieder mehr Schaden. Oh, Barrikadax mit Nachthieb, ne? Sauber. Schaut euch das an. Viel, viel mehr Schaden. Jetzt schwächt er mich wieder auf minus 2 runter. Ei, Karamba, das zieht sich jetzt einfach nur, ne? Das zieht sich jetzt einfach nur. Kann ich hier... Ich fahre einfach runter und werde später rauswechseln, damit ich die ganze Energie noch auf meinem Pokémon habe. Hier nochmal einsetzen, nach den ganzen Abschwächungen, halte ich für keine gute Idee. Runterfahren mit Nidoqueen und hoffen, dass ich das letzte Pokémon besiegen kann. Schwierig. Vielleicht, wenn ich das so mache, ich baue hier auf Erdkräfte auf, drückst du dir aber nicht. Mal gucken, ob das funktioniert. Wenn ich hier ein Schild ziehe, wäre geil. Du kannst den ersten Move durchlassen eigentlich. Okay, das war wichtig. Die Frage ist, geht er hier auf Erdbeben? Ich rechne eigentlich mit einem Köder, bin ich ehrlich mit euch. Und selbst wenn, habe ich immer noch Barrikadax. Perfekt. Ich habe dir nur den einen Move von mir gezeigt. Das heißt, mein Kreuzhieb hast du noch nicht gesehen. Ich brauche mein Schild noch gegen Vulnona. Oh, du hast noch 2 Schilde? What the... Oh, du hast noch 3 Pokémon. Ich verliere das wegen der Zeit. Einfach nur wegen durchgehend Blubstrahl verliere ich das hier mit der Zeit. Ich glaube, auf Dauer hätte ich mir das hier eventuell sogar noch holen können, oder? Ah, schwierig, ich glaube nicht. Das haben wir... Ach, come on. Nein, ich will wenigstens durch die Zeit K.O. gehen. Das ist mir bei dem Team schon ziemlich häufig aufgefallen. Sehr, sehr viele Kämpfe entscheidet der Timer und das ist nervig hier in der Hyperliga. Das ist echt nervig. Es sah nicht schlecht aus, aber ich glaube, auf Dauer hätten wir den Kampf leider doch nicht gewonnen. Apokalyp vorne ist auch nervig. Vor allen Dingen, wenn dann Vulnona reinkommt und mein Griffeldes auskontert. Das ist ebenfalls gar nicht so cool. Komm, wir gehen direkt rüber. Du hast 1. Ja, wir gewinnen das auf Dauer, ne? Das sollte klar sein.
So, ich krieg die Extra-Attacke, beziehungsweise die Attacke, die mir zusteht, weil du eingesetzt hast. Die Frage ist, ob ich jetzt weiter farm, ne? Machen wir so eins. Du hast es... Wie kann das denn sein? Komm schon. Schön gemacht von dir. Hier nochmal die Attacke abzufangen war sehr gut. Das ist nervig. Hast du wirklich gut gemacht. Ich frage mich, was du noch hast. Deine Führung ist schwach gegen Boden. Dein Safe Switch hier ist schwach gegen Boden. Was ist dann dein letztes Pokémon? Ist das zufällig schwach gegen Boden? Das wäre natürlich echt cool, das zu sehen, wenn uns da nochmal eine Schwäche von Boden erwartet. So, ich hätte gerne abgefangen. Wenn das eine Finsteraura ist, überlebe ich die in der Schlammwoge wahrscheinlich nicht. Ein Säurespeier, komm, dann gehen wir hier rüber. Dann zeige ich dir zwar meinen einzigen Konter gegen dein Barrikade, gegen dein Dings. Oh, mieses Timing und einen dicken Fehler. Ich hätte einfach drinbleiben sollen. Wir lassen das jetzt erstmal durch. Da kommt eh nur ein Säurespeier, genau. Zack, Verteidigung sinkt stark. Wir machen das jetzt, lassen das so und farmen dann runter. Das ist nicht effektiv und wir sollten uns dann doch noch Energie holen können. Und, oh, das passt. Ich bin zwar massiv abgeschwächt jetzt von der Verteidigung her. Ah, schön, dass du deinen Wechsel aufgibst. Ja, doch, das passt. Zack, wir drücken immer noch enorm Schaden. Einfach hier schilden, denke ich, ist der Way to go. Ich brauche unbedingt noch meinen Barrikadax. Das ist nämlich sehr, sehr gut gegen dein Team. Doch, ist es. Problem an der Sache, du kannst meine Attacken durchlassen. Den ersten werden wir uns jetzt mal gönnen. Gucken, wie viel Schaden der Drachenklaue macht. Ich glaube, die ist schon nervig, ne? Jo. Eins. Zwei. Das heißt, wir machen das jetzt so. Drücken dir noch ein. Und ich glaube, bei zwei weiteren hast du den nächsten. Hast du noch Restenergie? Ich weiß es nicht. Eins, zwei. No. Oh, miesen. Ist aber nicht tragisch. Wenn Impoleon reinkommt, schaffen wir noch eine Attacke. Slymog sollten wir auch runterfarmen können und du machst hier nicht genug Schaden. Ich muss dich eigentlich nur runterfarmen. Perfekt. Egal was reinkommt, ich gehe jetzt eh auf die Attacke. Ja doch, das ist in Ordnung für mich. Wie viel Schaden wird das verursachen, ist die Frage. Wie viel macht das? Oh, du lässt das sogar durch. Mutig so ein bisschen, ne? Jetzt gehen wir hier mit rein. Eins. Timing war nicht gut. Du kannst sogar runterfarmen. Ich gehe auch hier drauf, in der Hoffnung, den Boost zu bekommen, damit meine Attacken danach mehr Schaden machen. Komm schon. Eigentlich schaffe ich hier noch einen und das zieht dir den Schild. Und dann muss ich dummerweise eine Aquahubitze schilden, weil du wirst hier ebenfalls nochmal schilden. Ich will aber den Konter hier noch rausbekommen. Schaffe ich es, dich runterzufahren mit nicht effektiven Attacken? Boah, du machst schon gut Schaden, ne? Okay, ich habe keine Wahl, ne? Schaffe ich es, dich runterzufahren? Ich meine ja. Dann drücke ich die Erdkräfte drüben. Und das sieht dann gar nicht so schlecht aus. Eins. Oh, du gehst direkt. Oh, du gehst direkt. Wie viel macht das? Muss ich mir eventuell noch einen Giftzahn für Impoleon aufheben? Wie viel macht das? Das ist miesen. Eins, zwei, drei, vier. Einsetzen, die Erdkräfte besiegen dich. Du müsstest drüben bei einer Sofortattacke sein. Und ich glaube, Giftzahn könnte da schon ausreichen. So, eins. Nein! Nein! Ich hätte einen weiterfarmen müssen. Einen weiterfarmen müssen. Okay, okay. Ich habe mich verschätzt. Das passiert, wenn man nicht mitzählt, meine Freunde. Das passiert, wenn man nicht mitzählt. Das hätte man auf jeden Fall holen können, wenn man da ein bisschen besser aufgepasst hätte. Wie gesagt, das passiert, wenn man nicht genau mitzählt. Hätte ich da mitgezählt, hätte ich gewusst, wie viel Energie der Gegner hat. Und dann hätte ich mir bei, wie heißt der Kumpel, Giratina noch eine Attacke geholt. Den Gleichstand hätte ich gewonnen und der Giftzahn hätte ausgereicht. Ich versuche dieses Mitzählen im Video möglichst zu vermeiden. Manchmal vergesse ich das, aber ich finde das
Ist vielleicht beim Anschauen ein wenig nervig, wenn ich dann anstatt zu kommentiere die ganze Zeit mitzähle. Aber jetzt, wo ich mal langsam, so wirklich langsam Punkte haben möchte, ist das, glaube ich, sehr, sehr wichtig, da richtig mitzuzählen. Und ich sehe schon, dass dieses Set negativ ist. Das erste Mal, wenn ich ein Video zu diesem Team aufnehme, ist es direkt negativ. Die vier davor waren alle positiv. Das ist mies, aber das habe ich selbst zu verschulden. Ich muss gucken, wenn das bei Ricardax Doppelcharm ist, muss ich gleich raus. Eins, zwei, drei. Okay, das passt erstmal. Wir bleiben drin. Niantic, wir haben beide zwei Züge. Ich müsste eigentlich eine Attacke kriegen, wenn er einsetzt. Warum bekomme ich die nicht? Ich wette mit euch, wenn ich gleich einsetze, kriegt er die. So, eins, zwei. Da ist er. Da ist er. Er bekommt ihn. Niantic, warum? Warum? Das ist uncool. Seid doch bitte nicht so uncool. Das heißt, 3, 4, 5. Gleichstand gewinne ich. Irgendwie hing das bei ihm gerade. Oder er hat eine Sekunde gewartet, bis die Energie ankommt. Ich kann jetzt nicht mal abfangen. Nein, weil wir hier halt doch im Gleichstand gelandet sind. Ich werde einmal schilden. Wenn das Doppel-Charm ist, brauche ich Nidoqueen noch zu 100%. Das habe ich schon mal verloren, weil ich die Führung ausspielen wollte. Eins, zwei, drei. Au. Den Fehler mache ich hier aber nicht nochmal. Ich gehe direkt raus. Anstatt abzuschwächen. Denn ich möchte gerne die Energie auf meine Pokémon bewahren. Ist das schon eine Mondgewalt? So schnell bin ich so spät rausgegangen? Und dann habe ich. Okay. Aber das geht. Da können wir ein bisschen was wegstecken. Die Sofortattacken werden resistiert. Und das kommt mir eigentlich zugute, weil unsere Sofortattacken hier sehr, sehr viel Schaden schon anrichten, in Anführungszeichen, bei so einem defensiven Pokémon. Aber das passt, finde ich. Wir gewinnen das auf Zeit, auf jeden Fall. Er kann jetzt gleich gerne mal versuchen zu ködern. Macht aber nicht so viel Sinn. Okay, er lässt das durch. Warum auch immer, den nächsten kann ich ebenfalls durchlassen. Er hat jedes Mal, wenn ich eingesetzt habe, Attacken dazwischen bekommen. Ich habe keinen Überblick über seinen Energiehaushalt. Ich werde direkt einsetzen, um das hier nach Hause zu holen. Komm schon, lass den durch. Ich weiß nicht, ob ich mir sonst dieses Match abholen kann. Ah, schlecht. Schlecht. Okay. Ich möchte das Matchup aber haben. Dementsprechend schilden wir jetzt einmal. Jetzt kommt eh der Strauchler, ne? Mondgewalt. Die Frage ist, ob du mich jetzt snipest mit Barrikadax. Sieht aktuell noch nicht so aus und du fängst auch nicht ab. Das ist perfekt. Das heißt, das holen wir uns nach Hause. Dummerweise farmt mich jetzt Barrikadax wahrscheinlich runter und hat da ein paar Attacken gegen Nidoqueen. Das ist nicht gut. Ich hoffe, dass ich da nochmal eine Attacke schaffe. Das wäre sehr, sehr. Oh, du farmst damit runter. Uncool. Das heißt, wir setzen jetzt hier ein und machen dann genau was? Wie will ich denn das Ding besiegen? Okay. Du farmst mich halt komplett, ne? Jep, komplett runter. Gewinne ich den Gleichstand? Nö. Besiegt mich das, ist die andere Frage. Ich hoffe nämlich nicht. Bitte geh nicht auf Sturzflug, mein Freund. Sauber. Eigentlich sollte das ein Gleichstand sein. Dementsprechend dürftest du hier keine Attacke rauskriegen. So, Du hast gleich einen Sturzflug, ne? Und ich kann dich hier auch nicht farmen. Der Wechsel war gut. Bitte hab kein Kreuzhieb. Schön ist, dass er seine Abschwächung wieder oder seine Steigerung aufgegeben hat. Er hat ein Kreuzhieb. Bitte schaff nicht noch einen. Sauber. Jetzt kommt das auf mein Timing an. Das heißt, eins, zwei und einsetzen. Zwei Sofortattacken schafft man und dann kann man einen Nachthieb drücken. Der nächste Nachthieb besiegt, glaube ich. Die Frage ist, ob du mich dazu kommen lässt. Nein, das war ein unechter Gleichstand. Und ich glaube, dass du mich nicht runterfarmen kannst, bevor Nidoqueen dich nicht weghaut. Oder? Perfekt, sauber. Ganz knapp wieder mit einem KP das Ding nach Hause holen können und fast auf den Timer gespielt. Nervig, ist aber in Ordnung. Ich muss mich halt hier noch dick einspielen mit diesem Team. Aber es geht, es macht auf jeden Fall Spaß. Mies nur, dass das jetzt das erste negative Set war. Ist aber in Ordnung. In Ordnung.
Ich hoffe, euch hat das gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao.